wenn das wirklich so war und wenn er das halt jetzt zugibt, finde ich das tendenziell ein sehr guter Schritt, was uns halt auch weiterbringt und was halt einfach Licht ins Dunkle bringt in die Vergangenheit und das ist halt einfach Aufklärung, die betrieben wird. Und ich habe es leider noch nicht gelesen und würde mir auch gerne nochmal ein eigenes Urteil darüber machen, von daher will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde es gut, dass Leute dann halt auch aufklären, sagen, was sie gemacht haben. Ich hoffe, er macht das einmal klar und deutlich jetzt und ja, erklärt alles. Auch in unserem Interesse als junge Sportler, als Nachwuchs und auch für den Nachwuchs natürlich, um dort die Vergangenheit irgendwann auch mal ruhen lassen zu können, dass dann nicht nochmal irgendwo an anderer Stelle wieder was durchkommt oder wieder eine neue Schlagzeile in dem Sinne ist. Und auch um aus diesen Fehlern dann, die am Ende da begangen wurden, auch lernen zu können für die Zukunft. Und das erhoffe ich mir von dem Interview. Es ist halt einfach, wenn man eben mal schon mal ein Geständnis abgelegt hat, ist es natürlich keine angenehme Situation. Trotz alledem muss man ihn halt ja auch jetzt sehen, dass er halt, was er jetzt durchmacht und es ist für ihn bestimmt keine einfache Situation und ich bin in der Hinsicht auch ein bisschen enttäuscht von ihm, dass er das halt nicht schon 2007 halt gemacht hat, so wie wahrscheinlich viele andere Leute.